und denkst so, könnte ich das auch? Wenn man einen Krampf hat, ne? Und Waden macht nicht. Let's go. Was ist mein Experiment? Und zwar dachte ich, ich könnte meine Wettkampfdiät ein wenig verfilmen. Vielleicht bekommt ihr dann auch ein wenig ein anderer Eindruck, ne? Man postet ständig Fotos auf Instagram und macht ein wenig Stories und vielleicht bekommt man so ein wenig einen besseren Eindruck, wer ich bin, was ich mache, wie ich trainiere, was ich esse. Also ich muss schon sagen, es ist gar nicht so leicht, so vor der Kamera zu sprechen, auch wenn ich hier alleine bin. Aber ne, da sieht man diese Leute auf YouTube und guckt sie so an und denkt so, ja, das sieht so einfach aus. Ne? Und dann ist man selbst mal vor der Kamera und dann ist man vielleicht ein wenig scheu oder weiß nicht, was sagen. Und ich hoffe, ich komme da auch ein wenig mehr rein. Also, Übung macht den Meister, nicht? Ja, nun zum Training. Wie ihr sehen könnt, ich wärme mich so 5 bis 10 Minuten auf dem Fahrrad. Man könnte auch das Laufband oder die Treppe nehmen, aber ich benutze meistens das Fahrrad. Nach dem Aufwärmen gehe ich dann zum Stretching. Dort stretche ich meine Beine ein wenig und mache anschließend bei der Beinpresse oder bei der ersten Übung langsame Wiederholungen mit wenig Gewicht. Das mache ich 3 bis 4 Mal und dazwischen stretche ich wieder ein wenig. Was ich schaue bei der ersten Übung, dass ich nie mein maximales Gewicht nehme, weil ich da noch einen Supersatz dranhänge, mache ich vielleicht so 90 bis okay 100% und dann der Supersatz und das reicht dann vollkommen aus. Wie lange ist denn meine Pause dazwischen? Die mache ich nach Gefühl. Die schaue ich nicht auf die Zeit, sondern ich mache es nach Gefühl. Wenn der Puls wieder ein wenig runterkommt und ich mich ready fühle, dann hänge ich der zweite Satz an. Was gibt es hier noch zu beachten? Meine Beinstellung ist ziemlich eng für den äußeren Beinmuskel. Man könnte sie auch breit machen, aber in diesem Fall mache ich sie eng und fokussiere mich auf den äußeren Beinmuskel. Wo auch mit den Front Squats habe ich auch eine enge Beinstellung. Und meine dritte Übung, das sind die Deadlifts oder rumänische Deadlifts und die kombiniere ich dann im Supersatz mit engen Squats. Die engen Squats ist eine meiner Lieblingsübungen. Dort hänge ich, wie man sieht, noch am Anfang ein wenig Gewicht dran, die ich dann mit der Zeit wegwerfe. Und dort schaue ich nicht auf die Wiederholungen. Dort mache ich so viel wie noch gehen, wie ich noch mag, dass der Muskel richtig ausgewählt wird. Nun zur fünften Übung. Dort wählte ich die Ausfallschritte aus und die machte ich mit der Kette. Das sind, ich weiß nicht wie viel Kilo das ist,
Aber es reicht für die letzte Übung, für die letzte Beinübung. Und dort mache ich zwei Längen. Ja, was gibt es dort zu beachten? Ich schaue, dass ich einen möglichst großen Schritt mache und dass meine Knie nicht über meine Fußspitze gehen. Und die finde ich noch eine gute Übung für den Schluss, dass man noch richtig ausbrennen kann. Man kann dann auch die Kette wegtun und dann einfach ohne Gewichte noch... Ja, nur noch zur letzten Beinübung, das wären die Waden. Dort mache ich ja auch einen Supersatz oder Reduktionssatz. Ich mache sie zuerst im Sitzen und dann anschließend gerade noch im Stehen. Am Schluss habe ich immer noch eine Zusatzübung. In diesem Fall der Bizeps, aber dort kann ich auch gut mal die Schulter trainieren oder auf die obere Brust. Dort wähle ich immer eine Übung spontan aus, die ich noch mache. Ja, das wäre so mein Beintraining gewesen und ich werde bestimmt noch andere Beintraining abfilmen, die ich machen werde, damit ihr mal einen kleinen Einblick eben bekommt, wie dann so meine Beintraining aussehen, weil es ja nicht immer dasselbe ist. Ich bin froh, wenn du mir auch mal ein Feedback gibst, vielleicht auch negative. Da, nö, das ist gut, da kann ich etwas draus lernen. Da bin ich natürlich froh. Ja, und wer jetzt denkt, ich konnte das auf den ersten Anhieb, also mit den Videos. Das ist ein Flieger. Ja, und wenn euch natürlich das Video gefallen hat, dann dürft ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Oh yeah! Es sind noch ungefähr 30 Tage bis zum Wettkampf und I can't hold.